Bei der Arbeit mit den Gefangenen geht es darum, die Fähigkeiten zu erhalten oder neue zu erlernen, zum Beispiel das Schweißen. Oder generell die Gefangenen erstmal an ein Berufsleben ranzuführen. Wenn auch du eine handwerkliche Ausbildung hast und Lust hast, mit Gefangenen zu arbeiten, zum Beispiel in der Holzwerkstatt, in der Metallwerkstatt oder im Lager, dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres Teams. Mein Name ist Bass, ich arbeite in der Küche der JVA Schwäbisch-Hall. Hier werden in verschiedenen Teams die Speisen zubereitet, um die Versorgung der Gefangenen zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Teams wie die Metzgerei oder auch die kalten Speisen. Anschließend werden die Speisen auch in der Kochküche vorbereitet und gehen dann dementsprechend an die verschiedenen Stockwerke zu den Häftlingen. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.